So, also es gibt mich noch. Ich bin nicht in der Versenkung verschwunden. Nachdem ich mein Buch jetzt hier veröffentlicht habe, hier habe ich auch wieder ein neues Video für euch jetzt hier vorbereitet. Und zwar diesmal gibt es Hackfleisch und das Ganze der Nara werden Abhinav Raps hier, die ich dann entsprechend fülle. Und das zeige ich dir wieder Schritt für Schritt. Ja, und das Hackfleisch durch ganz normal zubereiten, also Zwiebeln klein schneiden. Die Gewürze kommen dazu, wie du jetzt hier auch siehst. Und dann habe ich eine Dose Kidneybohnen, die ich aufgemacht habe. Und von der Dose habe ich 2 Löffel Kidneybohnen dazu. Ja, und jetzt siehst du, wie ich dieses hier auf diese Fraps verteile. Und also immer so eine Schichtweise. Insgesamt siehst du jetzt, hier gibt es ja nachher 3 Fraps, die ich da zurecht mache. Und die rolle ich dann auf. Wie du jetzt hier sehen kannst, rolle ich die jetzt hier auf. Und leg die erstmal beiseite, bis alle 3 fertig sind. So, jetzt kannst du hier sehen, wie die 3 Wraps fertig sind und wie ich die jetzt hier so in einzelne Bereiche aufteile, also so in Stückchen schneide. Das mache ich jetzt mit allen 3 und dann kommen die in meine Auflaufform. Das siehst du jetzt auch gleich. So, jetzt kommen die letzten noch dazu. Und nachdem die dann alle, ja, die 3 Rollen haben jetzt gut hier in die Schale reingepasst. Ja, und jetzt habe ich hier noch Reibekäse und jetzt packe ich hier noch entsprechend Reibekäse noch oben drüber. Also richtig schön mit Reibekäse habe ich das noch die letzte Schicht oben drüber gegeben. Aber jetzt kannst du auch machen, wie du gerade Lust hast. Lass dir was einfallen, das ist ja das Schöne bei den Rezepten oder bei den Gerichten mit der Heißluftfritteuse. Du bist so flexibel. Das sind alles Anregungen, die ich dir hier gebe, aber du kannst die ganz individuell nach deinen Wünschen, nach deinem Geschmack anpassen. So, jetzt habe ich sie hier in meine Ninja eingepackt, reingestellt. Kannst du mal sehen, hier in der Übersicht siehst du das Ganze nochmal. Und bei 81 Grad für 15 Minuten. So, in der Zwischenzeit hatte ich jetzt Salat zubereitet und das Essen ist schon fertig und ich kann es schon anrichten. Also das ist wirklich das Ideale bei der Heißluftfritteuse, dass du die Ware in die Heißluftfritteuse packst. Inzwischen kannst du den Salat zubereiten. Ja, und viele Gerichte in diese Richtung habe ich auch in meinem neuen Buch, das ich veröffentlicht habe. Auch den Link zu meinem neuen Buch findest du nochmal hier unten drunter in der Beschreibung. Ja, und jetzt teile ich das Ganze hier mal auf. Kannst das mal jetzt sehen, wie das Ganze jetzt angerichtet wird. Und es hat wieder richtig lecker geschmeckt. Ja, und viel Spaß beim Nachkochen, beim Nachmachen. Und schreib mir doch mal von, wo du zuschaust, wo du hergekommen bist. Das würde mich auch mal freuen. Und gerne kannst du auch meiner Facebook-Gruppe, ja, beitreten. Viele Fans von meiner Facebook-Gruppe werden wahrscheinlich auch inzwischen ja diese Videos schon anschauen. Ich habe es jetzt kürzer gefasst. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu kurz wird für dich. Schreib mir das auch mal bitte in den Kommentaren, wie du das jetzt so findest, so kurz zusammengefasst die Videos. Oder ob du es doch lieber die Schritte noch ausführlicher haben würdest. Ja, aber jetzt viel Spaß und guten Appetit beim Nachkochen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine.